Hallöchen Freunde, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Heute gibt es mal wieder einen Zusammenschnitt vom Stream. Wir bauen wieder ein bisschen weiter, zocken jetzt erstmal eine ganze Runde Valheim. Raft kommt dann auch noch online, also wer da Bock drauf hat, unbedingt auch nochmal reinschauen. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und alles drum und dran. Ihr kennt den Spaß und dann wünsche ich ganz viel Spaß dabei. You can't touch this. You can't touch this. Vielleicht gehen wir heute auch noch ein paar Innereien farmen. Wer das Let's Play gesehen hat, wir haben endlich ein Twergerdorf. Ja gut, obwohl wir haben so viel Würste. Aber ich hätte trotzdem Bock mal vorbeizugucken. So, dann nehmen wir hier noch den Spaß und was nehmen wir als drittes noch mit? Haben wir noch irgendwas Schönes? Ach komm, Moltebeeren. Zack, zack, zack. Reicht doch vollkommen aus. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen für diese Folge, mir mal noch ein paar Deko-Ideen zu holen. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Weil ihr wisst, ich bin da nicht so der Einfallsreichste. Also eigentlich bin ich ein ziemlicher Dulli da drin. Sag mal's mal so. Ich will auf jeden Fall den Spaß hier oben fertig kriegen. Der Plan war ja, dass wir so eine großen Feuerstellen unten reinbauen. Wo haben wir die denn? Die hier. Steinmetz haben wir in der Nähe. Wir brauchen nur Stein. Jetzt ist halt die Frage. Eigentlich hätte ich Bock gehabt, so ein richtig langes. Also so weiß ich nicht. 6, 7, 8 Stück nebeneinander. Aber andererseits wollen wir ja eigentlich auch die Räume hier so ein bisschen unterteilen. Dann hast du halt in jedem Raum eins stehen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Wir kriegen es schon mal nicht mittig platziert. Weil die Balken ungerade stehen. Ja, also wir kriegen den ganzen Spaß nicht mittig, weil ich habe die Balken scheiße gesetzt. Also wir könnten sie entweder ohne Snappen machen, aber dann wird es auch hier oben wieder nicht ordentlich einsnappen und wird alles kot. Aber wir können es hier dran basteln, das ist schon mal gut. Wenn dann ganz hoch, ne? Ja. Wie machen wir es dann hier? So. Bin zu fett, ich habe den Stein blockiert. Ja, ich glaube, das könnte mir gefallen. Ach so, wer sich wundert, ich habe die Musik ausgeschalten. Sowohl hier als auch nachher bei Raft. Ich denke mal gegen 22 Uhr rum. Starten wir dann zu Raft rüber. Weiß ich, dass beschissen macht mit den Zusammenschnitten dann für YouTube. Weil du dann andauernd Cuts halt in der Musik hast und das nicht so geil zusammenpasst. Aber ich lasse mir was einfallen. Ich ziehe mir irgendwo mal noch GEMA-freie Musik, die wir dann hier einzeln mit einspielen, die dann einfach in der Aufnahme nicht mit drin sind. Da müsst ihr jetzt leider erstmal durch. Ist halt relativ groß, wenn du reinkommst. Mensch, boah. Ich bleib überall hängen. Gut, der Steinmetz steht jetzt im Weg. Wir haben noch ein bisschen Holz, oder? Wie sieht denn das aus? Ja, es sieht schon geil aus, wenn Feuer drin brennt. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Was könnte man denn hier noch reinzimmern? Na gut, das war jetzt nicht symmetrisch. Wir probieren mal ein bisschen rum, wa? Können wir dann noch ran, um Feuer reinzuwerfen? Also Holz? Nee, ne? Wie sähe denn Dunkelholz aus? Obwohl, wir haben nicht mehr so viel Teer. Wir nehmen erstmal normales und können es ja später notfalls noch mit Dunkelholz ersetzen. Aber so an sich finde ich es erstmal gar nicht schlecht. Wahrscheinlich werde ich es eher erstmal alles aufbauen und direkt wieder abreißen. Ich kenne mich. So, jetzt arbeiten wir hier ein bisschen gefährlich. Erstens in der Wärme und zweitens falle ich gerne mal irgendwo runter oder komme gar nicht erst hoch. So. Ich hoffe halt nur, dass es hält. Wäre halt doof, wenn wir dann oben irgendwie... Das ist es nämlich. Da musst du ein bisschen schnell sein. So, zack. Ja, wäre doof, wenn wir dann ganz oben Probleme kriegen. Halt die Frage, ob wir das in der Größe bis nach oben ziehen. Wenn wir das jetzt hier immer Stück für Stück verengen. Na gut, das sieht doof aus. Der Rauch müsste ja trotzdem nach oben gehen. Aber wir probieren es jetzt erstmal so. Wir werden nicht bis oben hinkommen. Wie war denn das, wenn ich jetzt Holz auf das Stein setze? Wird das dann besser von der Statik, weil es halt Holz ist? Nee, ne? Mann, so. Wir lassen es mal kurz laden. Aber eigentlich gab Stein noch die Fundamenteigenschaft weiter. So wie es aussieht, wenn es jetzt nicht gleich ändert, müsste das passen.
Das heißt, wir müssen dann halt ab hier oben mit Holz weiterbauen. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Aber es sieht gut aus. Ja, es gibt tatsächlich über die ganze Distanz die Fundamenteigenschaft weiter. Boah, ich glaube, das gefällt mir sogar besser als das. Wir probieren mal. Also, wir brauchen Edelholz, wir brauchen Teer. Was ist das wirklich alles an Teer? Das Ding hat doch genau 4 gekostet, ne? Ne, ein, okay, können wir 4 Stück bauen. Perfekt, Edelholz haben wir auch, glaube ich, noch ein kleines bisschen. Obwohl, ne, na, 2, ha. Ach, Mann, Holz, Edelholz, ist irgendwie das, woran es immer mangelt, immer. Eigentlich mal sowas noch mit reinbasteln können, ne? Naja, und dann hatte ich halt überlegt, ist das auch ein kleiner oder nur das Gitter? Na, eigentlich passt das Gitter besser dazu. Also Holz am Feuer ist eigentlich ein bisschen komisch, ne? Und dann schauen wir mal, aktuell sieht es halt irgendwie noch so ein bisschen, ja, steht halt irgendwie so ein riesiges Ding hier in der Mitte rum. Ist jetzt noch nicht das Schönste, aber wir machen es noch schön. Wir zocken auch schon wieder eine knappe halbe Stunde, Wahnsinn. Beim Bauen vergeht die Zeit echt so krass. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Will ich eigentlich ungern verbrauchen. Wir wollten die Spitzhacke endlich mal noch hochleveln. Aber, naja. Ach, ganze 4 Stück. Wahnsinn. Ja, gefällt mir besser und ich würde auch fast sagen, lieber Dunkelholz. Oder so ein bisschen dreidimensionaler. Warte mal. Mal wieder einen kurzen Vergleich anstellen. Nee, ohne den Holzbalken und mit den Eisengittern. Würde ich schon sagen, dass es mir so besser gefällt. Es geht halt nicht hoch ganz auf. Aber damit könnte ich noch leben. Ja, warum nicht? Nur der Rest gefällt mir noch nicht. Es sieht irgendwie noch zu klotzig aus. Ich glaube, wir gehen vielleicht nachher doch noch ein bisschen Teer sammeln, weil wir haben gar kein Teer mehr und brauchen definitiv noch welches. Wenn wir hier weiter basteln wollen, weil alles im normalen Holz möchte ich auch nicht machen. Ja, das Holz gefällt mir irgendwie alles nicht. Das muss alles wieder ab. Das müssen wir schöner gestalten. Und vor allem auch nicht so monoton. Also nicht, dass es überall gleich ist. Man könnte auch überlegen, ob man die Öffnung größer macht, noch eins höher und dann von allen Seiten so eine Rundung ransetzt. Entschuldigung, ich muss mein Mikrofon anders positionieren, es steht immer im Weg. Ich würde sagen, wir basteln das jetzt mal hier drüben, wie ich es mir gerade gedacht habe und gucken mal, ob das geiler aussieht. Also, nee, nicht das. Das eins höher. Die Dinger raus, dass wir ein bisschen mehr Sicht haben. Die 4 Eckteile hier rein. Ich weiß nicht, ob... Ach, gibt's die nicht für unten? Wirklich nicht? Das ist ja doof. Warum denn nicht? Achso, weil man bloß ein Tor damit machen soll. Schade. Okay, ich dachte, die gibt's für beides. Warum machst du das Lagerfeuer rundherum so zu? Naja, wir müssen ja irgendwie einen Abzug bauen. Und ich sag mal so, zum Kochen will ich das sowieso nicht benutzen. Da machen wir uns nochmal irgendwo, ich glaube hier vorne in diesem ründlichen Ding was. Wo wir dann Kessel und alles drauf buddern. Ich will es eigentlich wirklich rein zu Gemütlichkeits- und Deko-Zwecken. Oder reicht das, wenn ich ein Lagerfeuer setze? Oder Feuerstelle heißt es. Ich dann einfach genau oben drüber aufmache. Nee, ne? Oder doch?
Jetzt hast du mich zum Überlegen gebracht. Ich war tatsächlich drauf aus, dass wir es komplett dicht machen müssen. Zwecks halt Rauch, aber nee, es steigt ja einfach nur nach oben. Also wenn oben offen ist. Ich finde es schon irgendwo geil, weil es auch den Raum, den großen Raum so ein bisschen trennt, wenn es so in der Mitte steht. Aber wir müssten es ja vielleicht gar nicht bis oben hinziehen. Wie gesagt, ich hatte euch vorgewarnt, ich reiß immer tausendmal alles wieder ein, bevor mir irgendwas gefällt, weil ich kann es mir einfach nicht so gut bildlich vorstellen. Ich muss es immer gebaut haben. So, achso, sind wir voll? Nö. Dann nimm noch die Steine mit, du Schwein. Der Rest, ja, der Rest geht von alleine kaputt. Was passiert? Aber ich krieg keinen Schaden. Hat jetzt meine Beinschienen, ne? Die hat's jetzt gerade runtergerockt. Ich würde sagen, so gefällt's mir. Wir machen die Eisengitter noch ran. Das passt alles. Wir hauen hier erstmal dieses Holzgestell wieder weg. Dann würde ich halt schon fast sagen, Dunkelholz hier so ein bisschen als Umrandung ran. Dafür müssten wir halt hersammeln gehen. Aber wir haben uns ja jetzt ein bisschen was markiert gehabt. Guck mal, wir waren doch jetzt hier. Hier ist doch direkt das Portal. Da gehen wir mal ein bisschen kämpfen. Holen uns ein bisschen Teer. Sagt, Eisen bräuchten wir halt auch noch. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen Teer sammeln, ja? Wird es ein bisschen spannender für euch. Vielleicht könnten wir das dann auch doch zumachen, aber etwas enger nach oben werden lassen. Die Idee hatte ich vorhin schon mal kurz. Wir dann halt diesen machen. Das bauen wir mal noch schnell. Und dann gehen wir aber wirklich Teer sammeln. Ich will bloß mal gucken, ob es gut aussehen könnte. Können ja dann ein paar Trophäen oder ein Schwert oder so mit dranhängen. Irgendwie ein bisschen verzieren. Da findet sich ja was. Oh Gott. Wir haben gar nicht so viel Holz. Wir probieren das gleich mal noch mit diesen Dunkelholzgittern aus, sobald wir Teer haben. Mach die Steinsäulen in den Ecken bis nach oben, dann brauchst du die Kernholzsäulen nicht. Und die Bodenplatten sollten trotzdem halten. Oh Gott, das will ich nicht ausprobieren, du. Na, hier klappt es ja schon gar nicht. Da müsste ich es weiter rüber versetzen, weil das ist ja alles damit verbunden. Ich glaube, ich hatte das damals mit Stein probiert. Das Problem ist nur, wenn es nicht hält, reißt mir das halbe Dach ein. Da habe ich... Ich weiß nicht, ob ich es riskieren möchte. So, wir machen das Ding jetzt mal hier zu. Finde ich schon mal besser als das davor. Könnte man natürlich auch noch ein bisschen hübscher machen. Aber finde ich schon mal deutlich besser. So, also wir brauchen noch fix was zu futtern. Wovon haben wir denn wenig? Vom Rübeneintopf. Würste haben wir. Dann nehmen wir diesmal doch Brot mit. Und was haben wir noch? Ich glaube, wir haben fast gar nichts mehr. Ach doch, wir haben eine Brotkiste hier drüben. Na gut, wie lange hält denn das? 25 Minuten? Ja, komm. Ich glaube, ihr könntet eine Menge Teer rumspringen. Der war ein bisschen... Der hat mich schon wieder gesehen, ne? Ne, von wem hat denn der gerade aufs Maul bekommen? Schaden war doch schon vor meinem Pfeil da. Au, 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 ah. Einmal eingeteert ist halt echt mies, ne? Jetzt kommen die nächsten Attacken. Na, ah, mich hat's wieder erwischt. Brauchen schon wieder direkt Knochenwanst, ey. Fuck. Aua. Hau mal Leben rein. Ne, das war Ausdauer. Verdammt. Sollst Leben essen. Ja, die haben's aber auch in sich. Mensch, jetzt hör doch. Ich höre aber auch nicht auf zu teeren. Wie willst du noch ausweichen? Nein, totes Kito. Du schaffst es nicht, weil die immer eine Sekunde, bevor es aufhört, kommen die wieder an. Es ist halt, wenn die dich einmal erwischt haben, hast du einfach ein Problem. Wir haben gar nichts mehr. Oh Gott. Ich habe weder Ausdauer noch irgendwas. Ja, jetzt haben sie mich ein kleines Stück weg. Vielleicht komme ich hier hinter den Vorsprung. Aua.
Die spucken drüber, ne? Ja, komm. Mist, wäre ich doch mal ins Portal gegangen. Jetzt haben wir nämlich gleich ein Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durchs Portal, los. Es ist Wahnsinn, ne? Ich bin so schlecht. Ich lasse diese Terp... Achso, warte. Ich kann gerade nicht lesen. Hoffentlich machen die das Portal nicht kaputt. Boah, das wäre richtig schlecht. Oh Gott, habe ich mich schon wieder schlecht angestellt. Tut mir leid. Dann gucken wir uns das gleich mal mit der Feuerstelle an. Hoffen, dass die sich ein bisschen verziehen. 35 Leben noch, ne? Die hören auch nicht auf. Ja, das ist es halt. Und wenn die dich einmal erwischt haben, kannst du nicht mehr ausweichen. Ich weiß nicht, ob es einen Trank des Teerwiderstandes gibt, aber ich glaube nicht. Gut, also jetzt müssen wir mal gucken, was ihr genau gemeint habt. Also erstmal zwecks dem mittig setzen. Ach so, du meinst mittig zwischen die beiden, ne? Ich hatte halt vorhin hier nachgeguckt und das wird leider nicht mittig. Naja gut, ich hätte es noch eins breiter machen können. Tja, dann würde ich sagen, wir reißen erstmal wieder alles ab. Ist halt so. Und dann basteln wir es einfach mal komplett so, wie ihr es euch vorstellt. Wäre doch auch geil. Es regnet Steine. Setzt du die Feuerstelle nicht längs, sondern quer zur Hausbreite? Ja, probieren wir. Dann geht zumindest von hier Balken. Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Ja. Ja komm, wir hauen uns ein Brot rein. Was soll der Geiz? Wir haben's doch. Wir sind reiche Wikinger, reiche Wellheimer. So. Ja, sieht deutlich besser aus. Boah, danke. Vielleicht kann man mit dem Balken da noch ein bisschen was machen, dass man hier noch was drumrum macht oder so. Ja, sieht schon mal deutlich besser aus. Nicht so klobig. Genau das meinte ich vorhin. Das war halt irgendwie einfach so ein viereckiger Klotz, der da in der Mitte rumstand. Jetzt ist es doch alles ein bisschen offener und freundlicher. Ja, ihr hättet in Minecraft meine Häuser sehen sollen. Es war nicht so geil. Da bin ich hier schon relativ stolz auf das, was ich geschafft habe. Aber man muss sich da auch ein bisschen mit beschäftigen. Also wenn ich mir da ein paar Ideen hole und halt auch öfter mal baue, dann wird das auch besser. Aber jetzt haben wir auch aktuell so lange nicht groß was gebaut, gerade inneneinrichtungsmäßig, ist ja schon ewige Folgen her. Da wird es dann immer erstmal wieder schlecht. Ich überlege, ob wir zumindest hier auf der Etage jetzt nochmal so eine Steinumrandung setzen. Dass du auch von hier oben so ein bisschen reinklotzen kannst. Sodass es halt nicht einfach so offen ist. Na gut, den können wir ja ein Stück höher so hier setzen. Dann haben wir oben gleich die Umrandung. Wir müssen uns halt beeilen. Oh, naja, es war klar. Ich bin gespannt. Ja, das sieht viel geiler aus. Ja, das sieht gut aus. Machen wir es gleich doppelt, ne? Ach, guck mal. Das kam doch mit dem Update, wo es die neuen Höhlen gab. Und da gibt es jetzt Klamotten für. Ein Set-Bonus. Mit der Fenris-Rüstung bist du schnell auf dem Bein und kannst durch Feuer gehen und deine Fäuste spüren die Kraft der Bestie. Schadensmultiplikator resistent versus Feuern und bewaffnet plus 15. Aber bist du schnell auf den Beinen? Ach, Bewegungstempo plus 3%. Na geil, das müssen wir uns mal noch bauen. Und hier hat man Bögen plus 15. Stimmt. Na geil, dann weiß ich doch, was wir auch noch vorhaben, bevor wir den Endboss killen. Zack. Ach. Wartet doch eine Sekunde. Ja, jetzt passt. Ja, das war klar. Komm, jetzt halt doch mal eine Sekunde. Das Ding noch weg. Jetzt müsste es doch halten. Und zwar jetzt hier irgendwie... Haben wir denn jetzt hier einen Spalt drin? Boah, dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig. Hier haben wir es doch auch nicht. Es hat doch alles gesnappt.
Ja, ist halt so. Sind wir doch schon ein Stückchen vorangekommen. You can't touch this. You can't touch this.